Hallo meine Freunde und lieben Zuschauer, willkommen zurück bei Subsistence. Was werden wir heute anstellen? Was werden wir machen? Wir schauen erstmal, wie weit wir zu Hause versorgt sind. Massenstrom ist gut. Ich sehe gerade, wir können wieder ein Stückchen essen. Und werden auch dementsprechend was trinken. Wir haben im Inventar noch ein paar Flaschen. Die wir abkochen sollten. Haben wir auch tun. Ja. Sieht es in der Fettschmelze aus, ja, die arbeitet noch. Die wahrscheinlich auch, ja. Etwas Kohle noch schieben. So, schauen wir mal hier. So, wie sieht's denn aus? Der Tag wird gleich anbrechen. Schauen wir erstmal zu unseren Beeten. Sieht gut aus. Gut aus. Wie geht es unserem Hühnchen? Schauen wir mal eben. Das ist Level 5. Wir haben wieder ein Ei. Sehr schön. Mal sehen, wie viele Hühner sich noch dazugesellen werden in den Hühnerstellen. Wir werden schon mal hier Licht ausmachen. Der Tag beginnt. Wie sieht es hier mit den Beeten aus? Ja, wenn die unter dieser Pflanzenleuchte stehen, dann wachsen die immens schnell. Aber die können wir jetzt ausmachen, weil der Tag jetzt anbricht. Hier entsprechend auch. Schauen wir kurz in die Truhe wegen unserer Munition. Ja, mehr haben wir nicht. Wir haben nur 4 Pistole. Mal sehen, ob wir unterwegs noch was finden werden. Soweit haben wir alles, was wir benötigen. Das verbrannte Fleisch können wir es mal rauslegen. Die leeren Fellflaschen mal hier hin tun. Trinkwasser werden wir mitnehmen. Ja, die Blaubeeren werden wir auch erstmal hier zu dem Herd packen. So, ich denke, wir können losziehen. Nehmen wir erstmal hier die Fiber mit. Dann links die Flasche, die ich gesehen habe. Vielmehr die Kiste. Ich kann es vom Weiten nicht immer so gleich erkennen, ob es eine Kiste oder eine Tasche ist. So, dann schauen wir weiter. Oh, dann die Dinger heute mal direkt dicht beieinander. So, dann werden wir das erste, was wir sehen, natürlich sofort einsammeln. So, schauen wir uns mal um. Jetzt sehen wir gleich wieder eine neue Kiste. Dort hinten ist der Wolf. Dem werden wir auch mal einen guten Tag sagen. Schaffen wir es von hier? Oh. Aber jetzt. Machen wir mal kleiner. Ach. Daneben. Kann passieren. Meine Maus ist etwas zu schnell eingestellt. Muss ich mich jetzt aber dran gewöhnen. So. Na, Eilchen. So. Gut, haben wir wieder etwas Fett mehr. Eisen, sehr wichtig. Mal sehen, der Wolf hat hier die Tasche, denke ich mal, behütet. Mal reinschauen. Da haben wir wieder eine Munition für unsere Schrotflinte. Dann werden wir mal gleich
eine Patrone nachladen. Dann haben wir das schon mal. So, dann schauen wir weiter. Wir gehen erstmal hier runter, Richtung Ufer. Ah, Hühnchen. Mhm. Ein Hühnchen. Ob wir das. Habe ich den anderen, brauche ich einen anderen Bogen. Habe ich den nicht mit eingesteckt? Da muss ich den bewährten Bogen nehmen. Hühnchen? Oh, du kommst aber sehr nahe. Du willst zu mir kommen, nicht? Aber du hast es nicht überlebt, richtig? Nein. Der Bogen war zu stark für dich. Dann habe ich den anderen Bogen da zu Hause gelassen. Da muss ich nächstes Mal dran denken, ihn wieder mitzunehmen. So, gehen wir erstmal zum Ufer, weil wir wollen etwas Wasser sparen und den See uns zum Desinfizieren. Komm mal, Kleiner, komm her. So, nun liegt es gerade günstig. Direkt am Ufer des Sees. Aber nicht weit gehen, um uns wieder die Hände zu waschen. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier hoch. Aus der Richtung kam ja der Bär. Mal sehen, was er so beschützen wollte. Meistens sind immer dort Taschen und Kisten, wo die Wildtiere sich aufhalten. Wir haben natürlich Sommer, da muss man genauestens hinschauen, weil alles gut bewachsen ist. Wenn man schnell läuft, kann man schon mal was übersehen. Ja, dort liegt noch Eisen. Ja. Das schimmert immer so ein bisschen. Es glänzt manchmal durch den Sonnenschein hervor. Teilweise gut zu erkennen. Mal hier am Ufer lang. Ah, dort hinten. Da sehe ich doch etwas. Ist das eine große Kiste? Nein. Weil die sind immer so schön schwarz und dunkel. Hier sehe ich, hier dachte ich, hier wäre noch ein Metallstück. Das war wohl nichts. So, gehen wir mal rüber. Und schauen mal, was sie hier so tut. Oh, ich höre einen Wolf knurren. Wo ist er? Wolfi, wo bist du? Wenn du schon knurrst, muss ich ja ganz in deiner Nähe sein. Ich sehe ihn gar nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn wieder knurren. Ich sehe ihn nicht. Gut, machen wir weiter. Was war hier? Ist das ein Hühnchen? Nein, ein Hase. Was haben wir denn hier? Ein Bär, ein Reh. Bärchen? Komm mal her. Da haben wir dich auch. Sehr schön. Oh, gleich 4 Fett. Das hat sich ja rentiert. Das war eine richtig schöne Fettausbeute. Wir haben ja erst Juli, aber vielleicht frisst der Bär sich schon Winterspeck an. Ah, hier ist eine Kiste. Eine Tasche. Ja. Munition, gut. Und Pulver. Munitionshülsenpulver. Aber im Krank mit. Was haben wir hier? Eisen, sehr schön. Oh, hier haben wir eine ganz große Kiste. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was wir diesmal vorführen. Hoffentlich wieder Waffenteile. Yes, ein Glück haben wir Waffenteile. So, jetzt muss ich wieder gucken, ob das alles hier so schön passt.
Unsere Pumpkin haben wir wieder. Das können wir getrost essen. Ja. Noch haben wir noch mehr davon. Eieiei. So, machen wir die Nägel hier rüber. Für unsere Revolver können wir auch nachladen. Da nehmen wir einfach noch mit rüber. So, habe ich gesagt, Revolver und unsere Pumpgang, unsere Schrotflinte. Hier auch mal nachladen. So, dann haben wir es. Nicht? Aha, nur noch eine übrig. Warte mal, Revolver, da müsstest du doch eigentlich die zwei auch mit näher rein, mehr reinnehmen. Jawohl. Sehr gut. Wenn wir erstmal was trinken, einmal die Hände waschen. Die Flasche können wir ja am See auffüllen. Zum Händewaschen reicht das. Wir müssen es ja nicht trinken. Und da wir so dicht am Ufer sind, werden wir mal kurz die Feldflaschen im Seewasser auffüllen. So, füllen wir die beiden mal auf. Das reicht zum Händewaschen. So, gehen wir weiter. Gehen wir wieder auf die Pirsch. Ah, da gehen wir von unserer Hütte. Haben wir schon den halben See umlaufen. Ach, da ist der Wolf. Hallo Wolfi. Schön, dich zu sehen. Komm her. Ja, schön. So. Und schon haben wir wieder einige Taschen und Kisten. Also nicht. So, schauen wir uns weiter um. Ja, was haben wir hier? Erdbeeren. Naja. Hier ist ein hier war ein Hühnchen. Put, 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 komm her. Lebst du noch? Lebst du noch? Nein, ich würde sagen, der Bogen war zu stark. So, erstmal das erstmal weg. Das essen wir. Wir brauchen das Platz. Das muss auch weg. So, dann schauen wir mal hier in die Kiste. Begehrtes Metall. Ja, einen haben wir. Beere kann man gleich essen. Das andere übernehmen wir. Schauen wir in die Ferne. Ich habe zwar Fasern gesehen, so wie hier, Fiber, aber es ist nicht zwingend nötig, auf jeder Fiber jetzt zu suchen, weil wir genügend zu Hause haben. Und immer kleiner. Ja, da streckt er seine vier Beine. Heute wohl zum Sprung ansetzen. Gehen wir mal schnell wieder hier hin. Und weiter im Text. So. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Wer möchte eins meiner wundervollen Pfeile spüren? Ah, da liegt noch ein Tischchen. Der Wolf wieder. Aha, da ist er ja. Ach, der liegt so nah vor mir. Das gibt's ja nicht. Wenn sie weiter weg sind, treibe ich. So, schauen wir doch erstmal in die Tasche. Bevor sie es wegspawnt. Jetzt kommst du dran, Wolfi.
Na, wie viel Fett lieferst du uns? Eins. Sehr bescheiden. Und wieder mal Hände waschen. So. Weiter geht's. Da haben wir schon wieder einen Wolf bei uns. Die sind aber sehr verbreitet jetzt hier. Na komm, ja, du auch. Ihr seid wohl jetzt hier im Rudeln, was? Im Sommer taucht der vermehrt auf. Falber, Falber, Überfalber. Total. Was ist? Eine Priorität her höher. So, hier schon mal in die Tasche. Gut, Verband können wir auch gebrauchen. Haben wir hier. Ja, heute sollen wir mal ein bisschen Metall, nicht? 12 haben wir schon, 14. Eine gute Ausbeute, würde ich mal sagen. Können wir damit wegessen? Wie sieht's aus? Ja, denken können wir jetzt nicht. Ist auch nicht allzu wichtig. Das reicht noch. Guck mal, hier Möhrchen mit. Wir laufen noch ein wenig. Der Tag neigt sich, glaube ich, auch ein bisschen dämmert schon. Man kann die Sonne nicht klar erkennen. Wir dürfen schon in diesen Spielen spät nachmittags sein. Herrlich, dieser Eisberg dort vorne. Ja, laufen wir mal hier rum. Und die Seezunge. Und alles mit, was wir mitnehmen können. Mal hier schauen. Ländliche. Einen schönen Berg. Waschen. Bin wirklich mal gespannt, wann der Entwickler neue Updates hineinbringt in dieses Spiel. Etwas Neues zum Ausprobieren. Eine ganz tolle Sache. Mal die Feder, ja, passt auch, passt, ist alles passend. Gut. Heidelbeeren, passen die noch? Nein, passt nicht mehr. Ja. Brauchen wir nicht unbedingt, nein. Machen wir uns nicht so viele Gedanken jetzt drum. Ich hatte doch hier was gesehen, ja. Ist schon wieder weg. Ich will ein Hühnchen. Wo bist du denn? Ah, ein Bär. So, den strecken wir mit, ja, mit der Schrotflinte. Noch mehr, zwei Pfeile. Und ein Schuss aus der Schrotflinte. Und wir haben ihn gestreckt. Da fliegt wieder was raus. Schauen wir mal. Ich glaube, wir können hier was wegschmeißen. Schmeißen wir hier das Verbaute weg. So, schmeißen wir mal hier das eine Kräuterblatt weg. Zwei habe ich weggeschmissen. Gut. Nehmen wir uns auf. So, wir müssen die Hände waschen. Weiter geht's. Herrlich, alles schön grün. Viele bunte Blümchen. Bisschen hüpf. So. Geh in dein Erdloch zurück.
Reh braucht man nicht unbedingt. Wir brauchen deine Geweihe nicht. Sind ja gleich wieder zu Hause. Den Bären nehmen wir noch. Den nehmen wir noch mit. Was haben wir hier? Kartoffeln. Passt sogar noch. Okay. Zack. Und Bärchen. Laufen nicht so weit weg. Oh. Mach ich trotzdem einen Pfeil und. Ja, nehmen wir mal. Machen wir so Position mal einnehmen. Ja. Vielleicht nehmen wir näher ran. So. Jetzt nehmen wir ihn mal aus. Schauen wir mal, wie viel Fett wir jetzt haben. Jetzt haben wir nur 2 Fett. Oh. Gut, dann werden wir hier was essen. Das nehmen wir mit. Das Reh lassen wir. Lassen wir am Leben. So, wir sind ja schon hier in unserer Bucht. Herrlich. Das Wasser vom Wasserfall her in den See hineinläuft. Sehr schön animiert. Sagen, ist auch eins meiner Lieblings-Survival-Spiele. Ist gut aufgebaut, gut gemacht. Und wie gesagt, das Spiel ist noch in der Alpha. Es werden noch einige neue Entwicklungen hineinkommen, was die Sache dann noch spannender macht. Dort unten sehe ich ja noch ein Bärchen. Ich denke, dann haben wir eine gute Ausbeute gemacht für heute. Gehen wir den lieben Bär auch mal besuchen. Wir kommen mal lieber von der Seite. Da schlägt schon uns seinen dicken Arsch entgegen. Komm her, Kleiner. Mal ich auch deines Fettes bedienen. Nummer 3. Das passt nicht mehr. Jetzt können wir ja lassen wir den Apfel. Doch, hätte Blatt noch gepasst. Hab ich jetzt nicht gedacht. So. Gut. Wir sind gleich in unserer Hütte. Dann schauen wir mal, wie es unseren Hühnchen geht. Ach ja, wir haben ja noch Hühnchenfallen aufgestellt. Haben wir denn überhaupt noch Platz? Ein Slot haben wir frei. Sollte sich ein Hühnchen unserer Falle begeben haben, können wir nur eins aufnehmen. Wo sind denn unsere Fallen? Hatte doch. Ah, hier. Ein Hase. Hasi. Und hier noch ein Häschen. Sag mal, Häschen ist leider schon tot. Leider verstorben. Ja. Gut, dann gehen wir erstmal rein und bringen unseren Loot in unsere Kiste. So, erstmal nach den Öfen schauen, nicht dass sie da rausgehen. Der Brennstoff wird auch nicht ewig. Erstmal hier Brennstoff nachfüllen. Dann in der Kiste alles weitere ab und auslagern. So, so, dies, jenes, das. So, das sieht ja schon ganz gut aus. Hier die Samen rein. Die
Die Kartoffeln sind ja schon fertig. Ja, die kommen woanders hin. Kommen hier hin. Herd. Wer weiß, was wir später kochen werden. Patrone, ja, die kann man aufladen. Die Gewehr. Ohne. Die nicht. Kupfer. Zu Kupfer. Schauen wir mal, Kühlschrank, ob wir hier noch Platz haben. Ja. Alles voll. Gut. Sparen wir das erstmal hier weg. Das erstmal raus. Wenn wir das Huhn hier schlachten. Fett halbieren. Um beide Öfen was zu tun. Alles werden wir natürlich nicht essen können, von daher lassen wir einiges verschmoren und nutzen das später für unseren Wasserverwerter. Jetzt haben wir 14, auf dem Teil, das ist schon mal etwas. So, jetzt schauen wir mal kurz nochmal nach unseren Fallen. So. Bisschen, du bist leider gestorben, du bleibst drin. Immer noch eine Tomate nach. Vielleicht haben wir nächstes Mal mehr Glück und es kommen ein paar Hühnchen. Es sieht lebendig aus, nicht? So. So, jetzt gehen wir mal rein. Ach, es lebt noch. Gut. Kaninchen, gibt mir eine Chance. Komm her, ich tue dich auch in die Hütte. Ich werde dich nicht so einfach schlachten. So, komm her. Ach, jetzt bist du. In diesem kurzen Moment bist du verstorben. Du warst ja gerade noch am Leben. Eieiei. Ich wollte dich am Leben lassen, ja. Dann war ich wohl. In diesem kleinen Moment wohl zu langsam. So schnell kann das gehen. So, dann gehen wir wieder rein zu unseren Öfen und schauen mal. Eins ist verkohlt. Ja, das dürfte verkohlt sein. So, mehr. Pack mal hier. Danach, sofort nach. Das packen wir nach. Wenn wir schlachten müssen. Daraus bekommen wir Leder und hier dieses Kaninchenfleisch. Gut, bringen wir das andere hier weg. Wieder zu Leder. Verdorben, das tun wir auch hier. Ja, das tun wir auch weg. Das ist gar. Ich glaube, das können wir noch hier in den Kühlschrank packen. Jawohl, hier eine Leber passt noch hier rein. Aber hier erstmal was essen. Dann was trinken müssen. Das sehen wir hier unten am Balken. Noch ein Häppchen. So, dann stehen wir schon ganz gut da. Holen wir wieder Wasser. Packen wir weg. Ordnen. So. Gucken wir gleich noch kurz nach dem Beten. So, sind die beiden auch versorgt? Wie sieht es da hier draußen aus? Ja, die brauchen schon reichlich. Muss ich dann noch Wasser hier? Ne, Wasser hier. Was entnehmen. So, nehmen wir mal hier nach. Nach unserem Hühnchen haben wir ja gesehen. Also sind wir hier so gut wie fertig. Ich
Schauen wir nochmal nach dem Ofen. Und ich denke, dann haben wir den Tag für heute auch zu Ende gebracht. So, meine Freunde, lieben Zuschauer, ich denke, das war's dann für heute. In Subsistence würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Und ich wünsche euch einen schönen morgigen heiligen Abend. Schöne Weihnachtsfeiertage. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich sage wie immer und tschüss.